11. Spieltag in der Berlin-Liga. Unser BFC Preußen muss beim TSV Rudo am Samstag hier in der Stubenrauchstraße oder an der Stubenrauchstraße antreten. Konter für TSV Rudo. Jetzt geht's ganz schnell. Und unsere Jungs müssen sich formieren. Nicht, dass jetzt das erste Tor fällt. Ball. Burg Mentes mit dem zweiten Ball. Das sah gar nicht schlecht aus. TSV Rudo versucht, über außen zum Erfolg zu kommen. Das gelingt auch gut jetzt. Vorsicht, bloß kein Tor. Eckball für unseren BFC Preußen. Und da ist es. Eckball für unseren BFC Preußen. Und da ist es. Da ist es. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell den Torschützen. Doch, Burak Mentes muss es gewesen sein. Da ist er, die Nummer 14. Drischt die Kugel rein. Es steht 1:0 für unseren BFC. Klasse gemacht, Burak. Da geht er zum Trainer. Ja, die freuen sich beide. Sehr schön, so muss es laufen. 1:0 durch Burak Mentes. Aurelio Banze jetzt im Zentrum. Wen sieht er? Aurelio nochmal, Banze. Das war klasse gemacht. Jetzt ist es wieder Tolicinski. Einfach mal abdrücken, macht er. Klasse. Und Eckball. Ein Führungsspieler bei Rudo, warum er letzte Woche fehlte, keine Ahnung. Jetzt aufgepasst, unser BFC mit der nächsten Möglichkeit durch Magnus Stallberg. Höchste Alarmstufe im Preußen-Strafraum. Malte Hartmann zu spät. Da haben wir so ein bisschen Glück gehabt. Sorgte dafür, dass wir jetzt in der Berlin-Liga stehen. Jetzt hat er sogar die erste Möglichkeit. Nein, Huke ist da. Und das soll abseits gewesen sein. Also keine großartigen Fouls oder Unterbrechungen hat es gegeben. Eieiei, das war knapp. Und dann senkt sich die Kugel. Und glücklicherweise kein Tor. Zu Schaffra. Joris Müller vielleicht jetzt mit dem zweiten Tor. Bleibt im Spiel und Gute ist da. Klasse. Zu Schaffra. Joris Müller vielleicht jetzt mit dem zweiten Tor. Bleibt im Spiel und Gute ist da. Klasse. Schauen uns den Torjubel mal an jetzt hier. 2:0. Der BFC Preußen steht kurz vor dem zweiten Dreier. In der 93. Minute. Und jetzt pfeift Schiedsrichter Wolfgör die Partie ab. Unsere Jungs gewinnen. Am 11. Spieltag der Berlin-Liga beim TSV Rudo holen. Den zweiten Dreier, stehen jetzt mit 9 Zählern deutlich besser da. Und wenn es dann noch das Nachholspiel in Lichtenrade gibt, was wir natürlich auch gewinnen wollen, dann scheint die Sonne deutlich mehr für den BFC Preußen. So, liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, wir sind am Ende des Spiels. TSV Rudo gegen unsere Adler. Wie immer haben wir auf meiner oder an unserer Seite unseren Trainer Daniel Vollwart. Daniel, 2:0 Endstand. Der Endstand kam in der 93. Minute. Wir haben 1:0 geführt. Ein, zwei Mal Herzinfarktsituation war noch bei unserem Tor. Aber die Jungs haben eine heute klasse gemacht, oder? Ja, wir können sehr, sehr zufrieden sein mit den Jungs. Vor allen Dingen nach dem Mittwoch, heute Samstag, das Spiel mit der Verlängerung. Man hat es bei den einen oder anderen gesehen, dass sie müde waren. Aber wir können sehr, sehr zufrieden sein und auch Glückwunsch an die Mannschaft. Zahlt sich das jetzt aus, das harte Training? Ich sag mal wirklich, wir haben ja am Mittwoch 120 Minuten absolut Gas gegeben. Wir haben das Ganze bis ins Elfmeterschießen gebracht, da leider unglücklich verloren, was ja sowieso ein Glücksspiel ist bei den Penalties. Zahlt sich das jetzt aus, das harte Training, dass sie hier nochmal wirklich 90, 93 Minuten Gas geben können, die Jungs? Ich muss sagen, Rudo hat es ja auch gut gemacht. Die haben gut Fußball gespielt, die haben uns gut beschäftigt. Und anscheinend zahlt es sich aus, weil sonst würden wir ja nicht nach den 120 Minuten hier heute nochmal zum Schluss Gas geben können und so einen Konter fahren können. Also da können wir wirklich zufrieden sein. Die Jungs ziehen sehr, sehr gut mit, haben jetzt auch verstanden, was wir wollen. Im spielerischen Bereich ist absolut noch Luft nach oben.
Aber man kann nicht alles machen bei dreimal die Woche. Man kann nicht verlangen, körperlich fit zu werden, Spielstruktur reinzubekommen. Da hat man meistens Vorbereitung. Die Zeit müssen wir jetzt den Jungs auch geben. Und das kriegen sie auch hin. Sie werden von Woche zu Woche besser, sie werden von Woche zu Woche giftiger. Und heute natürlich, das war eine Willensfrage, weil Rudolf hat einen guten Spielaufbau gemacht, hat uns viel laufen lassen, sehr viel laufen lassen. Und da haben sie immer wieder gegen den Ball arbeiten lassen. Das war toll. Das muss ich ganz ehrlich sagen, es hat echt Spaß gemacht heute. Du weißt, ich bin ein ehrlicher Kauz. Es hat echt mal Spaß gemacht, nach Mittwoch auf dem Spieltag so eine Leistung von den Jungs zu sehen. Von meiner Seite aus natürlich auch erstmal Glückwunsch an die ganzen Jungs. Jetzt muss ich sagen, du als Trainer, Fuchs, bist ja nun auch kein Neuer, sondern etwas älter. Die Umstellung von Banse, von der Innenverteidigung auf den Sechser oder Halbsechser oder irgendwie, der war ja überall zu finden heute wieder, der Junge. Wie kamst du auf die Idee? Weil der hat bis dato immer Innenverteidiger und dann hast du nach vorne gezogen und seitdem läuft der Junge. Ja, ich kenne ja Geli jetzt schon ein bisschen länger aus den anderen Spielen, aus dem Verein Lichtenberg, Blau-Weiß. Und da war er immer Sechser und da war er wertvoll für die anderen. Wir haben ihn ja nur in die Innenverteidigung spielen lassen, weil Menzer noch nicht da war, weil Jan war noch nicht da. Also wir hatten ja selbst Probleme und dann muss man natürlich sich was einfallen lassen. Aber als Sechser ist er natürlich unersetzbar. Wollte ich gerade sagen, also der hat heute wieder ein fantastisches Spiel gemacht, der Banse. Glückwunsch an Banse auch nochmal von hier. Letzte Frage zum Spiel. Jetzt kommt 120 Minuten, hast du gespielt am Mittwoch, dann 90 Minuten jetzt und nächste Woche kommt schon Stern 1900. Was machst du jetzt die nächsten Tage mit den Jungs? In eine Ruhe schicken oder nochmal Gas geben? Wir geben nochmal Gas. Wir machen Mittwoch gleich ein Freundschaftsspiel gegen Berliner SC. Da werden wir die Spieler spielen lassen, die so ein bisschen hinten dran sind, die verletzt waren, die Urlauber waren, mit ein paar A-Jugendlichen, die einen guten Eindruck gemacht haben, um einfach auch weiter zu arbeiten. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, wir haben jetzt 4 Spiele am Stück nicht verloren, das darf man mal nicht vergessen. 2 gewonnen, 2 unentschieden, wir sind ja ganz gut drauf. Wie gesagt, man erwartet immer mehr von uns, aber die Mannschaft muss sich erstmal finden. Die Mannschaft musste auch erstmal nach den zweiten Trainer kennenlernen, nach Thomas, jetzt mich kennenlernen. Dann hatten sie zwischendurch Torben. Das sind doch alles auch Umstellungen eigentlich. Das ist vollkommen klar, lieber Daniel. Jetzt muss man ja wirklich ganz ehrlich sagen, dass hier ein bisschen was passiert in letzter Zeit. Und deswegen, ich sage immer, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich danke dir und drücke dir natürlich ganz fest die Daumen, auch für die Zukunft. Und wenn man überlegt, was wir alle schon durch haben, das kriegen wir auch noch durch. Daniel, danke, dass du dabei warst. Liebe BFC Preußen TV-Zuschauer, ich habe gehört, in der Woche ist ein Freundschaftsspiel. Ist das bei uns oder auswärts? In der Hubertusallee. Falls ihr Lust habt, kommt vorbei gegen den Berliner SC. Und ich sage vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch bei der Live-Schalte. Schaltet doch wieder ein, euer Jalle vom BFC Preußen TV. Ciao. Ja, Mario Reichel, Trainer vom TSV Rudo, 2:0 verloren gegen den BFC Preußen. Also gegen uns, verdient oder unverdient? Ich glaube, die Frage stellt sich ja nicht. Wenn man 2:0 verloren hat, der Gegner 2 Tore geschossen, das ist immer verdient. Für den Gegner natürlich, nicht für uns. Woran hat es denn gelegen? Na, ich denke, wir waren bei der ersten Standardsituation unaufmerksam, gehen 1:0 in Rückstand, ohne dass der Gegner vorher immer auf Tor geschossen hat, nutzen unsere eigenen Chancen nicht, die hatten wir gehabt, 2-3 Stück, 100% in der ersten Halbzeit schon und so war das ganze Spiel. Und ja, man hat aber auch den Eindruck, dass Preußen viel mehr den Sieg wollte als wir. Oder hatten wir Glück, dass Dolly und Stang nicht von Anfang an gespielt haben? Ja, wieso? Also die ist die gleiche Mannschaft, die letzten beiden Spiele sehr gut gespielt hat und das hat nicht... Hat sich was geändert, als sie reinkam? Na, Stang hat im Mariendorf nicht gespielt, ne? Da war er gesperrt gewesen, ja. Achso, da war er gesperrt. Aber Dolly hat gespielt, ne? Der hat gespielt, aber es hat natürlich keinen Grund, die Mannschaft zu wechseln. Er hat gut gespielt zweimal, gibt es keinen Grund, die auf Stang zu wechseln. Jetzt reden wir mal aus BFC Preußen-Sicht. Was natürlich interessiert dich das jetzt nicht so, ne? Aber was hat dir denn gefallen heute bei uns? Das hat mir gefallen. Gefallen hat mir die Einstellung der Mannschaft. Also, da hat man gemerkt, die wollten unbedingt gewinnen. Die haben zusammengehalten, die haben als Mannschaft funktioniert auf dem Platz. Und deswegen ist der Sieg auch letztendlich verdient. Der TSV Rudo hat höhere Ansprüche, auch in der Vergangenheit tabellenmäßig. Woran liegt es im Moment, dass es nicht so läuft? Ja, woran liegt es? Ne? Wir machen zu viele Fehler, sind auch nicht griffig genug in den entscheidenden Situationen. Spielen mal ein Spiel gut, ein Spiel stimmt die Einstellung, beim nächsten fehlt es wieder ein bisschen. Und man hat auch nicht das Gefühl wieder, dass heute eine Mannschaft auf dem Platz war. So hat das Gefühl, jeder macht seins, jeder hat seine Befindlichkeiten und dann wird es natürlich schwer in der Liga.